Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, willkommen zurück zu Medieval Dynasty, dem einzigen Medieval Dynasty mit der Miro Gniva an meiner Seite. Ist das nicht schön? Meine tolle Frau, sie hält unseren unsichtbaren Sohn. Wenn er doch nur sichtbar wäre. Ich glaube, meine Frau hat manchmal auch so einen kleinen, ich weiß nicht wo. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie unseren Sohn irgendwo verloren hat jetzt, aber. Ja, gut, aber wir kümmern uns mal nicht weiter drum. Sie weiß schon, was sie tut. Ne, meine Frau, du bist doch immer gut. Du machst immer das Richtige. Ja, ich weiß. Ja, Leute, guck mal raus. Das ist eiskalt draußen. Es ist Winter. Der Winter ist gekommen. Und dafür habe ich mein Google. Wo wäre ich ohne Google? Ohne mein Google bin ich nichts. Glaubt mir, Leute. So, jetzt haben wir unseren Google an. Und dann können wir mal raus in die Kälte hier. Alter Falter, der ist aber frostig heute. Wie viel Grad haben wir? Minus 1,7 Grad. Uha. Das nenne ich mal Kälte. Das nenne ich mal eises Kälte. So, liebe Leute, heute ist nicht nur ein freudiger Tag, weil endlich Schnee da ist und wir einen Schneemann bauen können. Nee, wir können leider keinen Schneemann bauen. Aber, was wir heute machen können, ist unser Dorf bestmöglich versorgen. Und es kommen heute Probleme auf uns zu. Das habe ich bei der letzten Folge schon gesehen. Und das wird sich heute bestimmt zeigen. Moment, ich zeige mal, was ich meine. Nee, das kann ich gar nicht zeigen. Aber warte mal. Ich zeige euch das hier. Wir haben doch letztens erst die Problematik mit dem Brennholz gehabt, ne? Und ihr wisst noch, da war mein Brennholzbedarf bei 500 noch was irgendwie. Jetzt ist er bei 795 im Winter. Ja, bravo, bravo. Ich weiß aber, dass was unsere Holzfäller machen, das deckte ja gerade so den Bedarf, den wir hatten. Wir hatten nur ein kleines bisschen mehr Brennholz, einen kleinen Überschuss, aber nicht viel mehr. Oh, guck mal da, Leute. Wir haben zwei schwangere Damen im Dorf. Die beiden sind ehrlich schwanger. Die sind aber auch schon lange in der Beziehung, muss ich sagen. Guck gerade, ob wir noch andere Pärchen gekriegt haben, aber nö. Glaube nicht. Noch nicht. Nee. Ja. Das geht ja ab hier. Okay. Warte, wo war ich gerade hier? Ja, Brennholz, das war unser Problem. Ja, wo kriegen wir jetzt ganz viel Brennholz her? Ja, das ist, was die als Durchlöcher benutzen und was sie als Brennmaterial benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Reiter schon kanntet hier. Also ja, ich habe den schon mal gezeigt, aber ich zeige ihn mal nochmal. Hier könnt ihr einstellen, was eure Leute essen dürfen und was nicht. Welche Nahrungsmittel, ja, die könnt ihr hier deaktivieren, wie ich zum Beispiel gesagt habe, meine keine Karotten und kein Kohl. Das dürfen meine Leute nicht essen. Das sollen sie nämlich nur verarbeiten. Und das gleiche gilt für Durstlöscher. Da könnte man natürlich sagen, ein Bierchen oder sowas ist nicht. Und dann könnt ihr das ausschalten und dann essen sie das auch nicht. Ne? Und Brennmaterial, das gleiche. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, kommt gar nicht in Frage, dass die hier meine Rundhölzer verbrennen. Ja, so weit kommt es noch. Oder meine guten Stöcke. Ist nicht. Das sollen die einfach nicht verbrennen, die Leute. So, gut, jetzt ist aber das Problem, das hilft uns jetzt nicht weiter. Wir produzieren zu wenig Brennholz. Und ich weiß jetzt, wie weit ist der Vorrat, den wir noch haben? Wie lange hält er hier noch? Hier, 58 haben wir noch. Das ist nicht sehr. Es hält nicht sehr lange, ja? Das wird heute im Laufe des Tages weg sein. So, Leute, und jetzt ein Tipp für alle, die ein Problem haben jetzt im Winter mit ihrem Brennholz. Ihr geht ins Menü, Verwaltung, und dann geht ihr auf einen Holzschuppen eurer Wahl. Ich nehme mal den Holzschuppen hier, den letzten. Da gehe ich auf die Einstellung rauf und dann sage ich, er soll überhaupt kein Brennholz mehr machen. Und dann gehen wir da mal runter hier. Yep. Und dann gebe ich oben hin auf Holzstämme und sage, er soll Holzstämme machen, wie ein Verrückter. So. Und das Gute ist, die Zeit, die er vorher mit Holzhacken verbracht hat, verbringt er jetzt damit, neue Holzstämme zu holen. Und er holt sogar noch viel mehr Holzstämme, als er je gehackt hätte. Das Gute ist, euer Lager ist voll mit Holzstämmen. Ich könnte das ganze Dorf sicherlich mit einem Holzfäller versorgen, wenn er nur Holzstämme holt. Dann müsst ihr nur noch am Tagesende einmal reingehen hier. Warte, ich mache das jetzt mal zum Anfang, weil wir halt so wenig hier haben. Ich möchte, dass das heute noch hält, das Brennholz. Dann gehe ich hier einmal rein, nehme mir die Holzstämme, die da sind, und dann mache ich kurz eine Ladung Brennholz hier. Einmal so, zack.
Ja, bei der Geschichte müsst ihr natürlich bedenken, das ist jetzt nur eine Notlösung, ja? Das sollte jetzt nicht jeden Winter so passieren. Normalerweise ist es ja so, dass ihr im Frühling, Sommer und auch im Herbst, dass ihr da einen kleinen Vorrat an Brennholz aufbaut mit der Zeit, ja? Dass ihr da gar nicht in so eine Lage kommt. Ne? Aber Leute, die so verwirrt sind wie ich, denen kann das schon mal passieren, dass da mal so, ja, das eine oder andere Mal auf einmal die Grundhölzer knapp werden und ja, dann ist natürlich blöd, ne? Das will man natürlich nicht. So, oh, mein Steinvorrat wird auch langsam weniger. Vielleicht sollten die Leute mal wieder ein bisschen mehr. Ach, das machen wir ein andermal. Der Steinvorrat ist nicht so hoch. Das reicht noch locker ein ganzes Jahr. Ja, was wir auch machen können, habe ich nämlich schon gesehen. Beim letzten Mal kam das kurz. Wir haben die Schmiede 2 freigeschaltet. Tada! Und wir werden auf jeden Fall auch die Schmiede 2 bauen. Denn wir haben hier 2 Einser-Schmieden. Und wenn wir eine Zweier-Schmiede haben und dabei die Schmiede reinpacken, die schaffen ja genau das gleiche wie vorher auch. Aber die leveln schneller. Denn die arbeiten quasi gemeinsam. Und jetzt ist es noch so, dass jedes Stück, was sie produzieren, geht auf deren Kosten. Also, wenn das Name jetzt ein Steinmesser macht, dann kriegt nur er davon Erfahrungspunkte. Aber wenn die beide zusammen in einer Hütte sind und die machen dann ein Steinmesser, dann kriegen beide davon Erfahrungspunkte. So profitieren die Leute voneinander. Ja, also ihr könnt einen Erfahrenen mit einem Nicht-Erfahrenen zusammenpacken und der Nicht-Erfahrene, der wird dann so schnell leveln, da fasst ihr euch den Kopf und sagt, was ist denn hier los? So läuft das nämlich. So soll das auch sein. Und so macht das auch Spaß. Warte, ach, eine Sache habe ich jetzt ignoriert. Das Lebensmittellager. Warte, wo ist das? Wir müssen kurz zum Lebensmittellager. Ich glaube, das sah auch alles nicht so rosig aus hier. Ja, ach, nee, komm, ich will das gar nicht sehen. Ach, was für ein Schunder. Warte, das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie habe ich sehr wenig Fleisch da, ne? Ich glaube, ich muss mal tatsächlich in einer Jagdhütte mal sagen, die soll mal ein bisschen mehr Fleisch machen. Das ist irgendwie so eine Sache. Nur so, dass wir einfach einen schöneren Vorrat an Fleisch haben. Das ist mir einfach zu wenig, was dabei rauskommt. So, und jetzt nehmen wir einmal 18 Stücke Fleisch. Hier 8 und 10 sind 18. Und dann nehmen wir 18 Karotten. Das Verhältnis war nämlich 2 und 2. Und dann holen wir auch noch die Schalen dazu. Nämlich 9 Schalen sind das denn, glaube ich. Die. Wo sind die alten Schälchen? Ja, nun komm. Nun komm, kleine Schälchen. Hier sind sie. Habe ich gesagt, 9, ne? So, 9 Schalen. Und die einfache Fackel nehmen wir auch mit. Weil ich habe gerade schon wieder keine Fackel im Inventar gehabt. Das geht ja gar nicht. Habe ich schon mal gesagt, ne? Niemals ohne Fackel rausgehen. So, und dann gehen wir einmal in die Küche. Die habe ich ja hier gleich neben dem Lebensmittellager gebaut. Hallo, Fallibock. Na, bist du fleißig am Schaffen? Oh, guck mal, der ist Level 4 schon. Feiner Mann. Feiner Mann. Nee, warte hier. Kessel. Suppen. Eintopf. Kabum. Gib Gummi, voll Bock. So, dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen bei der Küche mitgeholfen. Das schadet ja auch nie, ne? Wenn wir da so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen unterstützen. Ich glaube, mit dem Essen ist das ähnlich wie mit dem Holz. Da haben wir nämlich auch schon wieder die Problematik. Wir kommen ja kaum hinterher. Guckt euch das an. Wir haben gestern doch auch schon ein bisschen was gekocht, oder? Es ist traurig. Es ist traurig. Warte mal, das können wir auch sehen übrigens. Verwaltungsreiter. Nahrung, hier. 690 Nahrung brauchen wir am Tag. 690 Nahrung. Das Ausrechnen von dem Kram ist allerdings hochkomplex. Hochkomplex. Warte, ich zeige euch das kurz. Wir können hier ja nur sehen in der Küche. Hier, was macht der? Kohlsuppe und Eintopf. Ja, hier. 4,4 Kohlsuppen am Tag und 5,2 Eintopf. Eine Kohlsuppe hat, glaube ich, einen Nährwert von 30 oder so. Und Eintopf 25. Ist das richtig? Oder 20? Bei der Kohlsuppe war 30. 4 mal 30 sind, ne? Das ist nämlich eine ganze Menge. 30, 60, 90, 120. Das ist 12 dann quasi. Also 100, 132. Nährwert 132 und das müssen ja nochmal so 120 sein. Das sind dann. Warte, habe ich das gerade richtig gerechnet? Das kann auch. Doch, 30 mal 4, das sind 100.
132. Und 125. Also das sind ja 250, so um den Dreh, 240 zusammen. Und wir haben drei Küchen ungefähr. Naja, das könnte ja fast passen, ne? Oder? Warte mal. Küche 1. Achso, der ist ein Viererkoch. Darum hat er so viel. Und das ist ein Zweierköche. Und das ist ein Dreierkoch. Der Zweierkoch schafft ja nur die Hälfte vom Viererkoch. Das heißt, hier haben wir, ja, vier Koch. Das sind vier. Der macht fast nur Kohlsuppe. Und das sind, der andere hat 4,4 Kohlsuppen auf 50%. Und der auf 95% auf 4,18. Ungefähr die Hälfte. Jetzt macht das auch wieder Sinn. Weil wenn wir von dem Typen hier drei Leute da hätten, drei Typ 4er, dann würden wir klarkommen. Wir haben aber einen Typ 4er, einen Typ 2er und einen Typ 3er. Dann geht das natürlich nicht. Dann wird das nichts. Ne? Die kommen nicht hinterher. Also das könnte man jetzt mit jeder Küche einzeln ausrechnen, aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Also wir wissen auf jeden Fall, es reicht nicht. Es muss mehr hin. Wir brauchen mehr. Einfach mehr. So, aber bevor wir das jetzt angehen, sehe ich hier oben so ein Ausrufezeichen in meinem Kompass, der mir irgendwie hier in der Jagdhöhle. Udo! Udo! Alter Jäger, du, was geht denn bei dir? Ich habe gehört, dass du dich selbst als guten Jäger bezeichnest. Aber ich wette, dass ich besser bin als du. Also, was sagst du zu einem freundschaftlichen Wettkampf? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Das ist die richtige Einstellung. Du hast 5 Stunden. Für was denn? Du hast 5 Stunden. Du hast 5 Stunden und ich warte hier. Wie wäre das? Für was habe ich 5 Stunden? Könnt ihr mir nicht mehr irgendwas sagen hier? Nö, die schicken mir hier gleich wieder nur einen Brief. Kaninchenwölfe. 6 Kaninchenwölfe. Oh, 6 Kaninchenwölfe. Wo soll ich die denn herfinden? Oh Leute, Jagdfolge. Da, Leute, heute geht's auf die Jagd. Wir müssen 6 Kaninchenwölfe jagen und ein Elch. Weil Kapitel groß und wild, hä? Ja, Kapitel 8, groß und wild. Ja, das müssen wir nämlich noch machen. Ja, das ist eine gute Idee. Da habe ich jetzt auch Bock drauf. Da habe ich jetzt mehr Bock drauf als auf den anderen Kram hier. Warte mal, die Pfeile packen wir mal wieder zusammen hier. Das geht ja gar nicht. Ich mag das gar nicht, wenn die so auseinander gefusselt sind immer. Ja, wir sind, glaube ich, auch gut vorbereitet. Wir ziehen einfach los. Ab in den Wald. Wo sind die Hasenwölfe und die Elche? Die suchen wir. Ob wir welche finden werden? Ob wir es heute schaffen werden? Ob wir eine erfolgreiche Jagd haben? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es. Guck mal, da sind schon welche. Sind das Elche? Bist du ein Elch? Nee, ist kein Elch. Sieht aus wie eine Kuh. Das ist aber ein Elch, oder? Das ist ein... Guckt euch das Geweih an, das ist doch ein Elch, oder was? Warum rennt er? Der darf doch nicht rennen, ich habe den zweimal getroffen jetzt schon. Boah. Ja, das war ein Elch. Seht ihr, so einfach geht das. So jagt man also ein Elch, ne? Einfach mit einem Pfeil raufschießen, dann geht er schon. Der fällt schon um, denn. Der ist aber kräftig gewesen, war das erste, war doch ein Kopfschuss. Ein glatter. Ja, die anderen beiden nicht so, aber der erste war ein Kopfschuss. Dass der da nicht früher umgefallen ist. Oh, da hinten liegt noch ein Eisenpfeil. Dass die manchmal abprallen einfach, das ist... Ja, und einer ist verschollen, glaube ich. Was war hier gerade noch? Nee. Gut, also den Elch haben wir schon mal. Jetzt finden wir noch Wolfshasen. Wo finden wir denn hier Wolfshasen? Hallo, junger Mann. Willst du sie wo hier in Haar... Dass die nicht mit einem sprechen wollen, oder die Viecher? Oh, guck mal, der guckt mich hier so saftig an. Der sieht lecker aus. Der fällt aber auch schnell runter, ne? Das könnte auch ein Wolfshase sein, oder? Der sieht so buschig aus. Ach je, okay. Ey, du machst auch komische Geräusche. Wenn du dich so bei mir vor die Nase stellst, dann brauchst du dich echt nicht wundern, wenn ich dich mitnehme, Kollege. Nun hat meine Frau wieder einen neuen Pelzmantel. Einen schönen Fuchspelz. Die freut sich. Die freut sich, die Hulle. So. Ja, guck mal da.
Noch ein Pelz. Ja, ich brauche die Dinger gar nicht. Ich suche hier Wolfshasen. Das bringt mir jetzt gar nichts weiter, diese Dinger. Wolfshasen, wo seid ihr? Das sieht alles nicht so gut aus. Die verstecken sich wieder alle von mir. Das ist doch wieder deprimierend. Weißt du, sonst hast du 1000 von den Viechern um dich rumwimmeln den ganzen Tag. Und jetzt verstecken die sich, jetzt wo ich komme. Wo die genau, die wissen ganz genau, oh, der Pleite ist unterwegs wieder auf New York. Ich bleib heute in meinem Bau. Ich gucke heute nicht mehr raus. Warum habe ich immer so ein Pech hier? Aber okay. Mir hat letztens einer geschrieben, nicht den Kopf hängen lassen. Ja, weitermachen. Und pro sein mit dem, was man hat oder sowas. Und dann... Da ist ein Wolfshase. Oh, der hoppelt weg. Und noch ein Holz. Oh, hier ist ja alles voll mit Wolfshasen. Die hoppeln aber schnell. Können die nicht mal stehen bleiben? Ja, okay, ne. Ja, so doch. Genau so. Vielen Dank. Das war der erste. Und der zweite folgt zugleich. Hoffe ich zumindest. So. Wunderbar, wunderbar. So. Das war der erste Wolfshase. Wo sind die nächsten? Hier ist nichts. Da ist nichts. Drüben, oben, unten, links und rechts, alles frei. Das kann doch nicht sein, dass hier nur einer ist. Ich kenne die Hasen ganz genau. Wenn da irgendwo ein Hase ist, da sind normalerweise 20 Stück. Mindestens. Die können mir nicht erzählen, dass hier nur ein eins... Oh, was ist denn hier für eine? Ey, komm, kannst du mal bitte... Nein, du sollst nicht boxen. Oh, jetzt... Jetzt hauen die alle auf mich. Warte, lass mich mal in Ruhe hier. Warte mal. Oh. Mach doch nicht so einen Stress hier. Oh, jetzt schießt sich auch noch vorbei, oder was? Meine Herren. Macht mich doch nicht so fertig jetzt. Ich habe doch mit euch gar nicht gerechnet. Mann. Die bringen mich ja auch vollkommen aus dem Konzept, die Viecher hier. Und jetzt habe ich mal die wertvollen Eisenpfeile hier verschossen. Wie habe ich den da oben in den Baum gekriegt, bitte? Und das alles nur für diesen komischen Käse. Wer will Käse haben? Ich nicht. Wie soll ich jetzt an den Pfeil da oben kommen? Oh, ich habe es geschafft. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ich meine, das einzig Gute ist, sie haben eine Menge zu essen dabei. Und Essen ist gut. Warte, war hier nicht noch irgendwo? Warte, hier ist noch ein Eisenpfeil. Ich habe doch gerade hier einen gesehen. Da. Mann, jetzt liegen hier überall Gesetzlose rum. Was soll denn das? Äpfel. Käse. Noch mehr Käse, ey. Die mit ihrem Käse, ey. Haben die irgendwas Spezielles? Was haben die für Käseprobleme? Das einzig Gute, was hier wieder ist, eine Bronzeaxt. Bei der Bronzeaxt bin ich ja schon wieder komplett verfallen wieder. Das liebe ich ja schon wieder. Und Feuer ist an, ein Knüppel, Ringschlauch, Daumenwein. Ja. Hallo? Wer bist denn du? Kann ich mit dir reden? Nö, kann ich dich umschießen? Ja. Warum stand der da so rum? Was war das denn gerade? Da guckt er mich einfach nur so an. Was will der denn hier? Oh, guck mal hier, da liegen noch 75 Münzen. Aber da ist hier noch einer. Nicht, dass ich hier noch einen übersehen habe. Nee. Da guckt er mich einfach nur an. Was war das denn wieder hier? Ich glaub das nicht. Ja, gut, dann haben wir das Lager hier ja schön entdeckt. Super.
Aber mit meinen Wolfshausen hat mir das nicht geholfen, ne? Da fehlen mir immer noch welche. Oh, pass mal hier auf. Hier neben dem Dorf. Hier waren auch immer Kaninchen in dem Wald. Und Wölfe waren da auch. Da ist eigentlich alles. Alles, was man sich wünschen kann. Wo seid ihr denn? Kaninchen? Kaninchen, wo seid ihr? Das ist doch nicht normal, ne? Da! Hier ist einer. Hab ich ihn erwischt? Tatsache. Der ist aber heute geflogen. Der Arme. Der nächste war da auch gleich. Den habe ich schon gesehen. So, einmal hier, einmal links, rechts. Und der Pfeil, wie kommt der da unten hin? Na egal. Ah, jetzt rennt der weg. Egal, der bleibt stehen da. Nehmen wir den. Einmal schön die Pfeile. Jetzt sind hier. Und noch eine Axt. Noch eine Bronze-Axt. Die gehen dann ja schon auf den Keks, so viel findet man hier. Nein, war nur Spaß. Die gehen mir nie auf den Keks. Bronze-Äxte. Die sind mein Leben. Liebe Bronze-Äxte. Gib mir mehr davon. Warte, hier ist noch einer. Da. Und. Na, der hoppelt. Der andere hoppelt noch weiter. Den kriegen wir auch noch. Zwei Stück noch, Leute. Zwei Stück. Wir haben das geschafft. Da hinten. Würde ihr ihn sehen? Ich kann ihn. Jetzt rennt er, hoppelt er wieder weiter. Aber langsam. Ich hab ihn. Er war zu schnell. Er war einfach zu schnell. Du bist aber ein komisches Kaninchen. Nicht wegrennen. Den habe ich zweimal getroffen. Wir können doch nicht einfach wegrennen. Wo ist der Pfeil hier? Wo ist das Viechchen? Ist verschwunden. Warte, hier ist eine Blutspur. Ah, da hinten ist der Pfeil. Das war noch so ein Viech. Und jetzt liegt das Ding hier. Ich hab dich. Jax. Okay, ich glaube, wir gehen einfach mal Richtung Dorf. In der Richtung sollten wir noch ein Kaninchen finden hier. Oh, da ist ein Hobbelhase. Da sehe ich einen Hobbelhasen. Ah, erwischt. Oh, jetzt kommt ja wieder diese böse Musik. Und das bei Häschen. Und jetzt ist sie schon wieder weg. Das ging ja wieder. Naja. Ab nach Hause, ab nach Hause. Ja, da ist es immer schön. Jodi und da. Das Dorf ist in der Richtung. Und da laufe ich jetzt einfach hin. Ich gucke nicht nach links und nicht nach rechts. Warum auch? Wir werden schon irgendwie ankommen. Ja. Ein bisschen kaputt und geschwächt, aber wir sind da. So, liebe Leute, lasst euch sagen, der Vogel hat 12 Uhr geschlagen. Kann hier einer von euch jagen? Oder in der Scheune schlagen? Oh, aber nö. Nichts, was mir irgendwie was bringt hier. Außer Dagobert. Der unfreundliche Dagobert. Hier, ich habe ein Holzspeer für dich und einen Knüppel. Kannst du gerne haben. Brauche ich alles nicht.
Und dann habe ich hier noch was für dich, und zwar Äpfel. Nee, Fleisch auch nicht. Nee. Käse. Ist ein Käse. 65 Nahrung. Ach, das ist ein super Nahrungsmittel, wa? Oh, das passt ja eigentlich gut zu unser Dorf. Hier Temperaturtrank, den kann er haben. Und den Pflaumenwein, weißt du was? Den versterbe ich heute ausnahmsweise mal. Die Bierflasche, ja, die Flasche kann er auch haben. Und die Flaschen, die brauche ich auch nicht. Und die Weinflasche auch nicht. Weil mit den Flaschen kann ich echt nicht viel anfangen irgendwie. Das ist einfach so. Noch irgendwas Spannendes hier? Nö, ne? Den Rest würde ich sagen, nehmen wir mit nach Hause. Gerade das Essen, ne? Ich meine, dafür sind wir ja hier, so. Moment, wollte ich noch irgendwas von dir? Brauche ich von dir noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch Hafer oder sowas mitnehmen soll. Um Essen zu machen, so ein bisschen. Aber nee, ich habe mich dann doch anders entschlossen. Jetzt gerade. Jetzt in diesem Augenblick. So. Während ich jetzt in Ruhe einmal nach Hause laufe, ja, ist es für euch nur ein Augenzwinkern. Ach ja, Leute, es ist wieder einer so dieser Tage, wo man nach Hause kommt, nach harter, getaner Arbeit. Und sich denkt so, wow, heute hast du mal wieder was geschafft. Ja, wenn dir jeder Knochen im Leib wehtut, weil du so ein knallstallharter Jäger bist wie ich, weißt du? Und ja, und du genau weißt, der Tag heute hat sich gelohnt. Er hat sich einfach gelohnt. Und du bist froh, dass du es getan hast. Und bist auch froh, dass es vorbei ist jetzt, ja? Dass du es geschafft hast. Odo, ich bin fix und foxy, aber ich hab's geschafft. Bin besser als du. So ist das nämlich. Also her mit den 40 Münzen. Das hat sich ja gelohnt. Ja, für uns beide. Also, du hast eine Lektion gekriegt und ich habe 40 Münzen gekriegt. Ja, so muss das nämlich auch sein. So, und jetzt werden wir erstmal die Lebensmittel, packen wir erstmal schön ins Lebensmittellager. Und zwar machen wir das... Du bist kein Lebensmittellager, du bist ein Haus. Und du auch. Weil hier ist das Lebensmittellager. Genau, da packen wir nämlich... Jetzt kommt es nämlich, Leute. Da packen wir jetzt nämlich den Käse rein. Also, und das Fleisch auch? Ja. Auf jeden Fall den Käse. Weil der Käse hat einen Nährwert von 65. Dem krallen sich die Leute gleich als erstes. Der wird in kürzester Zeit weg sein. Das nächste, was wir hier reinballern, ist das Fleisch. Fleisch ist mehr so ein bisschen so eine... Nee, das ballern wir hier nicht rein. Das ist eigentlich mehr eine Notreserve, aber das Fleisch ballern wir hier rein. 88. Ja, guck mal, die haben auch schon gut was geschafft, die Jäger. Die haben auch schon besser weggeholzt. Aber wir haben auch wieder nur noch 4 Eintöpfe hier. Kannst mal sehen. Aber der Käse holt uns wieder raus hier. Da wird schon wieder einiges passieren. So, das gebratene Fleisch und die Zwiebeln. Ich würde sagen, ja, die Zwiebeln auch. Die packen wir gleich mal schön in Häuser rein. Warte mal, wie sieht das eigentlich mit den Beeren aus? Oh, die sind alle fast vergammelt. Verteilen wir auch noch schnell, bevor sie ganz vergammeln. Ich weiß ja, Leute glauben mir immer nicht, wenn sie das sagen. Wissen sie auch nicht, aber... Ich hab das schon immer gerne, wenn das hier so ein bisschen die Reste wegkommen. Gerade wenn man das nicht mehr so braucht. So, 50 Beeren. Der kriegt 50 Beeren. Die Leute hier kriegen dahin alle Durchfall so ein bisschen. Aber macht ja nichts. Wenigstens das Essen ist weg. Ja, dann ist es nicht vergammelt. Solange das nicht vergammelt, ist doch alles gut eigentlich. Der kriegt 50 Beeren. Ja, und der kriegt 50 Beeren. So, jetzt sind wir den Dreck schon mal los. Das sind die neuesten Leute, die hier wohnen, wisst ihr? Die können bestimmt perfekt. Die guten Sachen kriegen die älteren Leute. Und dann fangen wir mal an hier mit meinen netten Nachbarn. Unser Pärchen hier. Mit der schwangeren Dame da mit bei. Die kriegt hier schon mal was Vernünftiges. Die kriegt hier schon mal 4 Äpfel, kriegen die hier rein. Und eine Zwiebel. Ach ja. So, und was kriegen die hier? Die kriegen 3 Äpfel. Und 2 Zwiebeln. Nee, komm, 3 Zwiebeln. Wir sind ja mal nicht so geizig.
Äpfel und Zwiebel, was für eine tolle Kombination. So, und was kriegt der hier Schönes? Der kriegt 7 Zwiebeln. So. Und der nächste. Du kriegst 5 gebratene Stücke Fleisch, die aber nur noch 50% fertig sind. Und. Nee, den guten Alkohol kriegt er nicht. Nee, nee. Nur schon gut. Gut, und jetzt rennen wir nochmal schnell ins Ressourcenlager. Da bringen wir den Rest weg. Wir wollen erstmal die Bronze-Axt, und zwar die. Warte, wir haben unsere Eisenaxt haben wir ja noch, ne? Ja. Die beiden Bronze-Äxte packen wir erstmal ins Lager rein. Das ist schon mal gut. Das ist für unseren Bronze-Axt-Vorrat. Den kann man immer gut gebrauchen. Die 2 Haferöl wollte ich in der Tasche lassen. Das verdorbene, Gott, das kommt ins Lebensmittellager, stimmt. Brennholz kommt da rein, Bretter kommt da rein. Leder kommt hier rein und Pelze kommen hier rein. Das hat sich bei der Jagd aber schon gut gelohnt eigentlich, ne? Mit dem ganzen Kram so. Finde ich. Ich finde, das hat sich gelohnt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Aber wir haben einen Pfeil verloren. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig, würde ich sagen. So, wie sieht das hier jetzt überhaupt aus? Brennholz 52. Aber, guck mal hier, 39 Holzstämme. Und wenn ich jetzt, ich kann jetzt diese 39 Holzstämme nehmen. Oder machen wir jetzt einfach nochmal eine Ladung Brennholz. Aus allem, nützt nichts. Einmal volle Kanne. So, liebe Leute, und nun werden wir wohl keine Brennholzproblematik mehr haben. Diesen Winter. Und haben bis nächsten Winter genug Zeit, uns besser vorzubereiten. Aber diesmal sind wir auch gut ausgerüstet, weil eigentlich reichen die Holzfäller ja, ne? Also das sollte gar keine Sorge mehr sein. So, bei der einen Trinkschlauch, den könnte ich auch irgendwie. Ah ne, den kann ich im Lebensmittellager ablegen, glaube ich. Meine ich. Würde Sinn machen. Guck mal kurz hier, was wir an Hafer haben. Das sieht ja ganz gut aus. Und Roggen. Das sieht auch gut aus, wenn man davon ausgeht, dass der Rest auf dem Feld ist und wächst. 126 Weizenkorn haben wir. Aber kein Weizen mehr. Woher? Naja, okay. So, Steinhacken. Ja, Steinäxte. 4 Stück nur noch. Aber gut, wir haben jetzt ja einen riesen Haufen Bronzeäxte auch, ne? 7 Steinmesser. Ach, alles in der Mache. Alles in der Mache. So, ich packe noch mal kurz das hier den Trinkschlauch, den schlechtesten davon. Den packen wir mal kurz hier rein. Dann sind wir den nämlich auch los. Das mit den Eimern sieht auch gut aus hier. Ja, muss ich noch irgendwas machen heute? Ich glaube nicht, ne? Wir haben unser Soll erstmal erfüllt, würde ich sagen. Guten Abend, liebe Lodi. Ich war fleißig, ihr auch. Ja, nein, vielleicht. Fallibock, du siehst ganz schön fertig mit den Nerven aus, muss ich sagen. Hast einen harten Tag gehabt in der. Wo warst du nochmal in der Schmiede, oder? Mir ist vor kurzem eine einsame Jägerin begegnet. Ihr furchtloses Gesicht ließ mich erschaudern. Und mir wurde klar, dass ich es nicht ertragen würde, so ein Einzelgänger wie sie zu werden. Das Leben mit und für andere gibt meinem Leben einen Sinn, den ich niemals aufgeben würde. Das ist die richtige Einstellung, Fallibock. Das ist die richtige Einstellung, ne? Und das als Koch, als Viererkoch, muss ich sagen, bist du eh dafür bestens geeignet. Da sehe ich dich auch. Da bist du einfach auch top drinne. Kann keiner was gegen sagen. So, liebe Leute, wir müssen jetzt erstmal schnell einen Schluck trinken, sonst verdursten wir hier noch. Oh je. Das wollen wir ja nicht. So. Ja, ich denke immer nur an mein Dorf, ne? Dass es den Leuten gut geht. Aber um mich selbst kümmere ich mich wieder gar nicht. Meine Frau, ich bin zu Hause. Ich habe einen harten Tag gehabt. Hab gejagt wie ein Verrückter. Ja, ich habe alleine mehr reingebracht als unsere ganz, alle 4 Holzfäller zusammen. Alle 4 Jäger zusammen, meine ich. Also hast du Grund, stolz auf mich zu sein. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Und in diesem Sinne, meine lieben Zuschauer, meine liebe Frau, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Spielen. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.